Ich darf euch wieder mal ganz herzlich begrüßen zu Wario Land 1. Ja, wir wollen das Sherpot Land heute noch vollst beenden. Und zwar müssen wir jetzt noch den Plane-Level machen und dann, wie gesagt, den Endpost-Level, weil dieser Level, den ich jetzt mache, der führt einfach nochmal zu dem Weg hin. Also es gibt zwei verschiedene Wege, wie man da hinkommen kann. Und wir machen jetzt mal den zweiten auf Holz, weil ich will ja die 100% so gut wie möglich eben schaffen. Ja, den Schlüssel hatten wir bereits schon geholt und den Geheimgang hatten wir bereits auch schon gemacht. Das heißt, jetzt müssen wir einfach ganz normal vorlaufen, das normale Ziel aufsuchen und das war's dann auch schon. So, jetzt haben wir wieder dieses schöne Item, das mir gut gefällt. Da kann man schön ein bisschen stampfen, aber jetzt nicht mehr. Dank diesem scheiß blöden Viech da. Was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Sieht aus wie so ein Igel. Nein, wie so ein... Wie sieht denn das aus? Ja, so ein Wächter. Der hat auch so einen Hut auf wie ich, wenn ich gerade dieses Item gehabt hätte. Genauso einen Hut hat der da auch, wenn ihr mal genau hinschaut. Jetzt muss ich halt nur schauen, dass ich hier den Scheiß irgendwie überleben kann, Volz. Ja, die Ketten sind jetzt wirklich nicht so störend. Also die können einen schon zurückziehen manchmal ein bisschen, aber nicht so extrem jetzt hier an diesem Beispiel. Und ja. So, da war unser Geheimgang. Das heißt, wir gehen jetzt hier rum auf der linken Seite. Da waren wir nämlich noch gar nicht. Und jetzt bekomme ich mein schönes Item wieder. Da freue ich mich doch gleich mal drüber. Yay! So, jetzt erstmal eine lange Leiter schön runtersliden oder runtergehen. Einfach egal. Oh, kleine Rutschstelle. Aber die stört mich jetzt nicht wirklich. Und dann, ja okay, den halben Wegmarkierer brauchen wir, denke ich, nicht. Ich denke mal, es wird auch so gehen und wenn nicht, dass die Level von diesem Spiel sind allgemein nicht so lang. Die kann man schon locker mal machen. Aber ich glaube, dass hier, genau, da oben habe ich schon das Ziel. Und da müssen wir jetzt irgendwie hochkommen. Ich weiß sogar schon wie. Ihr seht diese Blöcke, auf denen ich gerade laufe. Genau, diese Blöcke können wir durch diesen Regler wieder wegmachen. Der gute alte Regler, genau. Den schalten wir mal schnell um. Gehen hier rüber, dieses Item will ich nie haben, außer ich bin wirklich ganz klein, dann nehme ich es natürlich, aber ansonsten will ich das nicht haben, das gefällt mir einfach nicht, ich mag das Item nicht. Einfach nicht aus dem Grund, ich weiß es auch nicht, das gefällt mir einfach nicht. So, jetzt hier oben, aufpassen, dass man nicht runterfällt und das war's dann auch schon wieder. Ja, ziemlich easy go, ganz einfach, YOLO, nein, nein. So, oh, der rast hier schon ganz schön durch. Ich probiere einmal mein Glück, wie sonst immer auch, hoffentlich verkacke ich nicht. Ja, dann hat es doch mal wieder, wollte ich schon sagen, halbiert, aber verdoppelt. Ja, ich bin zufrieden und lasse den Schrott mal schnell einzahlen. Diese, ja, 30 Münzen haben wir abgeknöpft. Also nochmal verdoppelt, genau. Und dann stecken wir das alles mal ein in unser Konto. So, jetzt ist der Weg zum Endboss von dieser Welt gemacht. Und das wäre dann der zweite Endboss, der erste in der ersten Welt. Und jetzt könnt ihr den nächsten hier sehen. Los geht's, Stage 19. So, danach kommt ganz klar Bossmusik. Das ist auch Standard bei diesen Leveln immer. Obwohl man das Level, also die Level sehen ja immer gleich aus. Entweder sind es so weiße Punkte oder so, so graue Punkte mit so Strichen drin, wie so eine Spirale, so in der Art. So, diese zwei Arten gibt es, wie ein Level hier aussehen kann. Oder halt eben, wie gesagt, die Endboss-Stage. Aber hier, dieses Level sieht einfach ganz normal und gewöhnlich aus, wie ein ganz normales auch sonst. Der Grund dafür weiß ich selber nicht. Vielleicht liegt es daran, dass es einfach hier die geheime Welt ist. Und deswegen haben die das hier so eingebaut. Aber wirklich sicher bin ich mir da nicht. So, hier haben wir genau, was ich brauche. Diesen Jetpack nämlich. Den darf ich ja nicht verlieren. Denn hier gibt es erstmal eine geheime Tür. Genau, hier. Die wusste ich noch. Genau, was haben wir da? Eine Riesenmünze. Das heißt, jetzt haben wir 100 Münzen bekommen. Jetzt haben wir 101 Münzen. Nochmal, yay. Coole Sache. Und weiter geht's. Ja, ein bisschen hier durchschwimmen. Also wenn sowas mit Wasser dran kommt, das ist für mich gar kein Problem. Aber solange es halt tief unter Wasser ist und ich habe es, glaube ich, schon zum 1000 Millionen, was weiß ich, wie oft wiederholt. Aber ich weiß auch nicht. Ich mag Wasser nicht. Der Grund dafür, man hat keinen festen Boden. Außer zum Beispiel bei Bros Deluxe, habt ihr es gesehen, da hat man schon den Meeresboden ein bisschen. Ihr habt ja gesehen, den Meeresboden habe ich als letztes Video gemacht. Und wenn ihr hier mal genau hinschaut, dann seht ihr, dass ich hier schon ziemlich viel Herzchen gerade abgeknüpft habe. Ja, da kann man ganz schön viel holen hier. Und hier haben wir gleich mal ein paar Unterwasserfallen. Ja, da muss man auch gut aufpassen an dieser Stelle. Mit Münzen werde ich nicht alle holen, aber so gut ich jetzt mal kann hier an dieser Stelle. Mal schauen, will ich da Hanna überhaupt rein? Will ich das riskieren? Will ich diese paar Münzen da haben? Ja, ich riskiere es schon mal. Ja, hat mal ganz gut geklappt. Da bekommen wir noch mein Herz. Und, naja, riskieren geht über studieren. Das heißt genauso wie probieren geht über studieren. Bloß diesmal halt riskieren geht über studieren. Tja, man muss mal was riskieren im Leben. Auch so hin, genau wie hier. In diesem Let's Play muss man auch mal was riskieren. Aber hier habe ich mein schönes Item schon wieder zurück. Also gar kein Problem. So, genau, das brauchen wir nicht. Also können wir gleich weiterlaufen. Dann gehen wir einmal hier rüber. Upsala.
Da muss ich jetzt wieder aufpassen. Jetzt kommen sie von oben und unten schon. Dann gehen wir mal kurz hier um die Kurve rum. Da drin haben wir genau noch mein Herz. Also Herzen gibt es jetzt echt viele in diesem Level hier. Nur in diesem Level speziell. Habe ich jetzt ganz viele gesehen eigentlich. Da nochmal eins. Also da gibt es schon ganz schön viel. So, man darf nicht klein werden. Man muss, wenn man den Boss besiegen will, groß bleiben. Ansonsten muss man ihn nochmal machen. Das ist einfach so, weil ich das weiß. Ja, natürlich weiß ich, wie der Boss geht und so weiter und so fort. So, da Hanna kommt jetzt nochmal diese komische Quietsche-Ente oder was auch immer. Und jetzt, liebe Freunde, sind wir beim Boss und das ist dieser komische Delfin hier. Der hat 3 Leben und den muss man einfach dreimal, was muss man denn machen? Ich glaube auf dem Kopf. Ja genau, dreimal auf dem Kopf hüpfen, ganz easy go. So, und jetzt, man muss groß sein, damit man dieses Crashen machen kann. Mit diesem Crashen muss man jetzt nämlich dieses Tier da oben runter crashen. Und erst dann kann man wieder drauf hüpfen. Also wenn man da verkackt hat, dann kann man auch einfach in diese Tür da reingehen. Ja, in diese Tür, da ist dann das Level einfach vorbei und man muss den Boss nicht mehr machen. Aber ich besiege ihn, dann bekommt man nämlich hier 1, 2, 3 Herzen waren es. Ein Herz gibt 3 Ups, also haben wir jetzt 9 Ups bekommen. So, und jetzt schafft es sich wieder natürlich eine eigene Tür, weil ich jetzt den Boss geschafft habe. Hier riskiere ich nichts, hier lasse ich gleich mal die 166 schön einzahlen. Dann haben wir jetzt die 1000, haben wir jetzt schon geknackt, oder? Yay, wir haben über 1000 Münzen auf unserem Konto. Supi, supi gut. So, das war's für die geheime Welt. Dann seht ihr die Pfeile und ich kann wieder zurückgehen. Ja, jetzt sind wir wieder in unserer schönen zweiten Welt, schon vor langer Zeit. Und da können wir jetzt hier gleich den zweiten Level, können wir jetzt gleich den normalen Weg davon machen. So, wenn ihr euch noch erinnern könnt, das war hier diese Cave hier mit bisschen, ja, Wasser am Boden und diesem schwarzen Gestein hier. Vielleicht wisst ihr es noch, aber wenn nicht, dann seht ihr das ja jetzt nochmal. Und das Ziel, also der Geheimgang, der war ja nicht unbedingt schwer zu finden. Der war, glaube ich, sogar ganz einfach. Cool, nochmal diesen Fliegepropeller. Und ja, jetzt machen wir einfach mal den normalen Weg und schauen dann, wie es uns in der zweiten Welt weiterführen wird dann. Also wenn wir da jetzt zum Beispiel im dritten Level sind. So, hier gibt es ein paar Münzen, sehr gut. Also 10 Münzen habe ich, ich habe ja schon 23. Das Minimum 10 braucht man ja einfach, damit man, wie gesagt, immer ins Ziel reinkommen kann, um diese Türen zu öffnen. Und ja, so, die paar da, upsala, kann ich auch noch holen. So, jetzt habe ich schon 31, also es sollte völlig ausreichen. Münzen kann man, glaube ich, gar nicht verlieren, außer wie gesagt beim Glücksspiel. Denn bei Wario Land 2 und 3, da kann man Münzen verlieren, wenn man gegen den Gegner rennt. Aber in dem Fall ist das eben nicht so. Aber bei Wario Land 3 und 2, da geht es auch um was ganz anderes. Da ist das Spiel komplett, also die Spiele sind komplett anders wie dieses hier, die sind komplett umgeformt worden. Genauso wie der vierte Teil. Der vierte Teil hat gar nichts mehr zu tun mit 1 bis 3. Und genauso, und aber eins ist dann wieder gleich geblieben, nämlich Wario Land The Shack Dimension. Da könnte man auch sagen, Wario Land 5 hat sich abgeleitet von Wario Land 4 mit diesem Zeitportal eben und dass man da immer so reingeht und so. Also das ist zum Beispiel gleich geblieben, aber allgemein hat sich dann schon viel geändert vom ersten bis zum fünften Teil, muss man sagen. Natürlich die Qualität, das ist ja auch Wii und das hier ist der ganz alte Game Boy, also da kann man schon einen Vergleich draus ziehen. Und ja, so, der Hanna hat mir den Geheimgang, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir laufen einfach unten durch, machen hier schnell auf und das war's dann auch. So, jetzt lassen wir Wario noch schnell die Tür verschwinden und jetzt probieren wir aber nochmal unser Glück. Wenn ich jetzt einmal verkacke, ich mache so lange, egal, ich habe jetzt gerade eben so viel eingezahlt bekommen, dann kann ich jetzt schon mal nochmal was riskieren. Ja, okay, einmal haben wir schon mal weg. Probiere ich es nochmal an derselben Stelle, vielleicht habe ich Erfolg. Ja, das war einmal Erfolg. Und jetzt glaube ich, probiere ich es nochmal auf der rechten Seite. Und wenn es jetzt nicht geklappt hat, dann hat sich an meinem Gewinn... Ha, geil, geil, geil. Hat geklappt, dann haben wir es zweimal verdoppelt. Nein, stimmt, bloß einmal verdoppelt, weil einmal habe ich ja verschissen. Naja, macht nichts. Das war's. Lassen wir doch schnell schön die 72 einzahlen und fertig. So, meine Freunde, jetzt sind wir im dritten Level der zweiten Welt. Im nächsten Let's Play fahre ich da fort und mit viel Glück, aber nur mit sehr viel Glück, werde ich auch diese Welt schon nächstes Mal beenden können. Aber ich vermute mal eher noch nicht. Es wird noch 1 bis 2 Videos ungefähr geben. Und dann können wir aber auch schon in die dritte Welt starten und ja, macht's gut.